So, und wieder zurück bei Let's Play Devil Angel. Ich darf nicht vergessen zu speichern. Ey. Jo, klar. Ja, Leute, das kann jetzt nicht sein. Ich versuche immer dann zu speichern. Unser Olaf ist tot bei dem schönen Kampf, den wir mit dem Golem geführt haben. Aber natürlich ist er noch so bei uns. Ach, und hier gibt es zum Glück keine Kämpfe. Oh, bin ich darüber glücklich. Das wird jedoch doch ein Kampf sein, ne? So, den weichen wir jetzt ganz clever aus. Kommt er zu uns? Ja, ich glaube schon. Ich will nicht kämpfen. Ist dafür zu schwach. So, ausgetrickst, Alter. Die Musik ist schön. Die Musik gefällt mir hier gerade sehr gut. Ja. Falls es wirklich ein Gegner zum Kämpfen ist, will ich das jetzt nicht riskieren. Okay, hier gibt es nichts. Schauen wir mal kurz auf die Weltkarte, die ich hier liegen habe. Okay. Wir befinden uns jetzt gerade... Ach, da oben. Ah, okay, gehen wir mal ein Stückchen runter. Oh, macht uns nicht alle tot. So. Und jetzt machen wir erstmal was. Also. So, damit es hier nicht ganz... Mist, er ist tot! Damit wir nicht sofort wegsterben. So, hier ist noch nichts. Schauen wir jetzt mal. Wenn wir jetzt nach rechts... Ah, habe ich doch gesagt. Oh, eine Stadt, wieder Stadt erkunden. Ah, ich liebe es, ja. P.U. oder P.J.U. Wie man es auch mal nennen will. Und er hackt Holz. Sehr... monoton. Bitte stört mich nicht. Ich habe noch viel Holz zu hacken. Klock, klock, klock. Wir gehen schon. Ja. Komm, du Hammer. Schöner Tag heute. Ja, stimmt. Schön, dass ihr alle gleich redet. Und hinein. So, ihr könnt ja mal mitraten, was immer, falls ihr das so genau sehen könnt in meinen Videos, weil ich sie leider von der Qualität nicht so ganz hochwertig hochladen kann. Mal sehen. Ui, boah, mein Mikro ist an, zum Glück. Oh mein Gott, sonst hätte ich das ganze Video vorher für die Katz aufgenommen. Okay, was das denn so ist, ich würde sagen, das ist ein Sandwich oder es ist eine Riesenkartoffel. Mit Gemüse bzw. Salat. Was bringt euch zu uns? Wir sind Reisende und gucken uns diese Schnurren dieser Stadt um. Aber bitte nicht in unserem Haus. Okay, wir gucken uns nochmal kurz halt um. Was wollen Sie? Jetzt schon wieder so komisch auf. Nichts Besonderes. Big John. Dann geht bitte wieder. Meiner Typ. Ja, was heißt denn das gemein? Geheimer Speicherpunkt. Viel. 11 Euro. Es lohnt sich immer, die Krüge zu durchsuchen. Wir sind nur Reisende und wollen Erdbeeren mitnehmen. Und holen uns Geld von den Armen. Ah, noch immer am Hacken. Das was für ist. Mein Bruder ist der Beste. Wieso? Wer ist dein Bruder? Er ist ein sehr guter Holzfäller. Etwa der da draußen. Ja, genau. Er ist nicht der beste Bruder der Welt. Hä?
Oh, den habe ich jetzt zu schnell weggedrückt. Keine Ahnung, was da stand. Okay. Es geht noch weiter. Nach unten. Der hackt aber laut, der hackt sogar ein bisschen. Nein. Was machen Sie in meinem Haus? Wir sind zufällig gestanden. Ja, ganz zufällig seid ihr hier reinkommen. Ist klar, also war ganz zufällig. Gibt's irgendwas, was die brauchen? Ja, und das wäre. Meine Ruhe, los, verschwindet! Unhöflicher Typ. Ja, das Holzfällerdorf hier scheint nicht so das Netteste zu sein. Haben Sie hier Geld oder geheimen Speicherpunkt? Den könnten wir, beides gebrauchen. Ja. Ja. So viel Holz ist so wenig und so wenig Zeit. Ja, stimmt. Oh nein, dann hackt doch nicht alles ab. Eine Phönixfeder hätte ich gerne. Am besten auch nicht zu teuer. Am besten so eine Aktionswoche oder so. Oder 2 für 1 oder irgendwie. Auf jeden Fall brauche ich eine Phönixfeder. Aber schauen wir erst an dieses mysteriöse Haus rein. Wer seid ihr und wieso kommt ihr einfach hier in die so rein? Ja, die Stimme, ich kann nicht mehr so gut. Wir sind nur Reisende und wir gucken uns diese Stadt an. Ja, aber bitte nicht in meinem Haus. War das jetzt? Sie wird schon. Nix. Dann geht bitte. Okay. Doch, ich wünsche mir schon was. Geld und einen Speicher. Punkt geheim. Das wäre nett. Das finde ich immer schön, was umgehen. Oh. Shop. Ganz klar. Oder? Das ist das Haus des Bürgermeisters. Die Sekretärinnen sehen hier alle gleich aus. Was möchten Sie? Wir möchten den Bürgermeister sprechen. Dann sagt mir bitte eure Besuchererlaubnis. Tut mir leid, sowas haben wir nicht. Dann besorgt euch welche. Schönen Tag noch. Komm, wir gehen mal zum Bürgermeister. Ohne Besuchererlaubnis kann ich Sie da nicht reinlassen. Entschuldigung, bitte. Ja. Gedankengang. 109 Euro, also es lohnt sich, in die Krüge zu gucken. Es lohnt sich. Wo war denn jetzt nochmal der Shop? Da war doch irgendwo ein Shop. Da ist ein Shop. Dafür müssen wir kurz wieder runter. Ach, ich liebe es, Städterkunden. Mehr als Kämpfe. Okay, hier gibt's wohl alles, ne? Und gibt's da auch. 3 Euro. Lustig. Was möchtet ihr kaufen? Wer braucht denn schon was? Komm bald wieder. Ach, das möchte ich kaufen. Ja. Hast du Tränke? Hahaha. Phönixfeder kostet nur, in Anführungszeichen, nur 100. Was? Ach, das ist aber auch relativ teuer, ne? Kleiner Dingens. Dann lohnt es sich ja immer, den Apfel lieber zu nehmen. Holen wir uns noch einen kleinen Tank. Ja, komm. Okay, hat sich mit dem Apfel auch erledigt. Kommt bald wieder. Item. Yay. Kleiner Tank. Zack. So. Also sind alle wieder glücklich und zufrieden. Was gibt's denn noch hier? In der kleinen Holzfällerstadt. Hatten wir das auch schon? Ich glaube ja. Ja, oder? Ja, das war mit den Sandwich.
haben wir auch schon die beiden Krüge da hinten kontrolliert. Nein. Ah, da ist auch nichts drin. In den offenen auch nicht, ne? In den Zuhn. In den Zuhn, in den geschlossenen. Oh Gott, das ist ja mal wieder... Da waren wir auch schon. Wasser. Okay. Okay, okay, alle weiteren Städte und... Ah! Alles weitere gucken wir jetzt im nächsten Video wieder. Sofort, weiter. Ne? Ja, bis gleich. Da war die Taste zum Beenden der Aufnahme. Ah, ja, genau so war das.